andere Interessierte, die viel mit Kindern zu tun haben, verschiedene Details zum Thema Unfälle beim Kind, aber auch Kindererkrankungen. Die Unfallsreihe und die Erste Hilfe dazu haben wir bereits im letzten Jahr in 4 bis 6 Vorträgen abgehandelt und sind inzwischen angelangt bei den Erkrankungen im Kindesalter verschiedener Art. Vor 4 Monaten war der erste Vortrag zum Thema Veränderungen an der Haut. Damals haben wir die Veränderungen aus entzündlicher Ursache besprochen, vom Pickel bis zum Abszess. Heute sind wir einen Schritt weiter und besprechen die Hautveränderungen, die auf nicht entzündliche Ursache entstehen können. Dazu gehören nicht Hauterkrankungen, die den ganzen Körper betreffen und bei denen eine Krankheit zugrunde liegt. Ich gehe später kurz vor Ende nochmal genauer darauf ein, denn das wird der nächste Vortrag umfassen. Dazu lade ich mir aber speziell einen Dermatologen ein, Dr. Malte Christian Tode, der sich freundlicherweise bereit erklärt, mein Gast zu sein. Und er wird auf Erkrankungen im Kindesalter eingehen, die die Haut betreffen. Heute also die nicht entzündlichen Hauterkrankungen vom Fleck bis zum Knubbel. Das ist unser Thema heute. Und wir gehen insgesamt darauf ein, dass jeder mal anders ist. Wir sehen die Hautfarben. Heutzutage weiß man, die Welt ist kleiner geworden, man fliegt überall hin, die Leute sind multikulturell in jedem Land und allein wenn wir die Haut von verschiedenen Menschen angucken, sehen wir Unterschiede. Aber auch wenn wir bei einem Mensch bleiben, kann er zwischen Gesicht und Oberkörper und Armen unterschiedliche Hauttypen und Hautfarben haben. Und wenn man dann noch eine Hauterkrankung hat, wie hier dieses Mädchen zum Beispiel, dann kann es auch innerhalb der Haut wieder verschiedene Farben geben. Das Gleiche passiert erstaunlicherweise auch bei Tieren. Auch diese haben unterschiedliche Hautfärbungen. Bei den befällten Tieren mit Fellen sieht man sehr gut, weil dadurch entsteht die Färbung des Felles und die Musterung der Tiere. Aber auch je nach kultureller oder sozioökologischer Hintergrund entstehen verschiedene Hauttypen, verschiedene Hautfarben, die dann mit und ohne zusätzliche Erkrankungen ein multikulturelles Bild unserer Gemeinschaft bilden. Schon bei 3 Händen sieht man sehr deutlich, wie schön die Unterschiede sein können. Und trotzdem ist alles normal. Manchmal gibt es sogar den Wolf im Schafspelz. Für den Menschen heißt das eher der Mensch im Fell. Denn auch das gibt es, dass der Mensch nicht mit einer normalen Haut, sondern mit Bereichen, die eher wie Fell sind, geboren werden. Ein Tierfellnävus. Auch darauf werde ich in diesem Vortrag eingehen. Kommen wir mal zu den prinzipiellen Dingen, die so die Haut betreffen. Tumor heißt vor allem nicht Krebs, sondern vermehrte Zellansammlung. Und vermehrte Zellansammlung sind einfach nur mehr Zellen, als ursprünglich da waren. Das nennt der Mediziner dann Tumor. Wenn der Tumor einen Vornamen bekommt, dann heißt es entweder ein benigner Tumor oder ein maligner Tumor. Der benigne Tumor ist die Beschreibung für, wir wissen, es ist gutartig und nicht schlimm, aber kann trotzdem störend sein und kann auch dort an der Stelle, wo es ist, vielleicht so störend sein, dass es auf alle Fälle raus muss. Und maligne Tumor sind bösartige Tumor, also das ist das, was die Bevölkerung unter Krebs versteht, und haben die Tendenz, eventuell Metastasen zu setzen oder sich so auszubreiten, dass das umliegende Gewebe nicht verdrängt wird und zur Seite geschoben, sondern dass es erobert wird und kaputt gemacht wird. Und das ist das Bösartige daran. Wenn wir jetzt viele Flecken und viele Knoten haben an mehreren Stellen des Körpers und die sich wechseln, dann ist das meistens nicht eine Hautveränderung, sondern eine Hauterkrankung, eine Erkrankung des ganzen Körpers, die eben mit anderen Problemen einhergeht als nur mit einem einzigen Ding. Und deswegen ist da eine Entfernung zu diagnostischen Zwecken manchmal empfohlen, aber nicht unbedingt die Heilung des Problems, denn das kann immer wieder kommen. Auf Teile dieser Erkrankung gehen wir dann beim nächsten Vortrag ein. Hier sieht man sehr schön zwei gänzlich unterschiedliche Hauttypen. Sehr heller Hauttypus mit vielen Sommersprossen und eben der zweite Hauttypus, der ungefähr die Farbe der Sommersprossen hat und die ist aber durchgängig. Entstehen tun diese Hautfärbungen durch die Melanozyten. Melanozyten sind die pigmentbildenden Zellen im Hautniveau. Und die Verteilung dieser Melanozyten ist völlig typenspezifisch. Ich bin gänzlich anders als unser Techniker oder als Sie zu Hause. Jeder sieht anders aus und jeder hat eine andere Hautfärbung. Noch zur Erweiterung.
Wenn aus den Melanozyten, also aus der Zelle, ein Melanom wird, dann haben wir einen malignen Tumor. Da sind wir jetzt bei einem bösartigen Hautkrebs angelangt. Das Melanom, das Ende OM, zusammen mit dem Melan ist die Bezeichnung für den bösartigen Hautkrebs. Die Veränderungen, mal kurze Frage an den Techniker, können wir das Bild woanders hinsetzen, dass die Überschrift nicht immer geklaut wird? Danke. Die Veränderungen der Haut. Deswegen möchte ich zuerst ein bisschen nochmal spezifischer auf die Haut eingehen. Das alles, was ich oben links in den gelben Kasten gesetzt habe, nur das ist die Haut. Der Bereich darunter ist das Unterhautfettgewebe oder die Unterhaut. Und hier unten kommen dann die Gefäße und noch tiefer die Muskeln. In der Haut selber, oben, gibt es eine lila Grundlinie, die hoch und runter schlängelt. Das sind die hautbildenden Zellen drin. Und auch hier können diese Melanozyten liegen. Aber sie können auch etwas weiter oben im Hautniveau liegen, so 2 Stufen weiter oben. Und die Haut bildet diese Zelle und bildet dann drunter am Ursprungsort die nächste Zelle und schiebt die erstgebildete damit nach oben und immer weiter nach oben, bis sie oben abfällt und sich abschuppt. Die Haut, wir verlieren jeden Tag Hautschuppen überall am ganzen Körper. Und unser Professor in der Anatomie hat immer gesagt im Studium, ja, wenn Sie nach 4 bis 6 Wochen wieder mal nach Hause fahren, dann stehen Sie als völlig neuer Mensch vor Ihrer Mama. Die wird Sie zwar wiedererkennen, aber Ihre Haut hat sich inzwischen einmal rundum erneuert. Das fanden wir als Studenten immer ganz lustig. All dies kann zu verschiedenen Veränderungen in der Haut führen. Zum Beispiel kann sich die Haut nach außen vorwölben, in Form von Hautanhängseln. Oder aus der Hautstruktur selber bestehend, dann kann sich in der Haut nicht eine Vorwölbung, sondern dass sich die Haut selber in Farbe oder Struktur verändert. Das kann auch manchmal zusätzlich vorwölbend sein und besteht als Ursache in den Hautpigmenten oder in den Hautzellen, die da wirklich wachsen und sich entwickeln. Und von unten werden immer neue nachgebildet und so kann es manchmal zu Verfärbungsstrukturen kommen in Abhängigkeit von den Melanozyten, aber auch dazu, dass es sich zu Vorwölbungen kommt. Unter der Haut, auch hier, können tastbare Vorwölbungen entstehen, die entweder nur tastbar sind, wenn man mit den Fingern oben drauf langt und das eindrückt und dann merkt, da unten drunter ist sowas wie ein Reiskorn, oder sie können so groß werden, dass sie die Haut nach vorne vorwölben. Und der ganze Hautspiegel sich quasi nach außen verlagert, dann gibt es auch eine Schwellung, die man genauso sehen kann, wie wenn diese Veränderung in der Haut läge. Es gibt ein paar Hinweise, um dies zu unterscheiden, da komme ich noch dazu. Auch diese sind manchmal farbig durchschimmernd. Aber je nachdem, was für eine Struktur dem zugrunde liegt, und das können eben zum Beispiel die Blutgefäße sein, die hier laufen, oder es können die Schweißdrüsen sein oder die Haarfollikel, hat es eine unterschiedliche Farbe und es muss in der Farbe schon sehr kräftig sein, dass es durch die Decke der Haut, die da ja drüber liegt, wie ein Schleier, und die Farbe einmal überdeckt, dass man es trotzdem noch sieht. Deswegen gibt es durchaus Hautveränderungen, die farblich nicht hervortreten. Wir wissen, es ist im Unterhautbereich, aber wir können nicht sagen, was die Ursache ist von all diesen Dingen, die dort unten vorhanden sind. Dann ist die Haut darüber verschieblich. In diesem Falle können wir unterscheiden, dass es unter der Haut ist, weil wir die Haut darüber verschieben können und der Knoten, tastbare Stelle, tastbarer Knubbel immer noch an dieser Stelle bleibt. Dann wissen wir sicher, es ist nicht im Hautniveau. Außerdem sollte der Knubbel selber auch zum darunterliegenden Untergrund, nämlich zur Muskulatur darunter und zur Faszie, die darunter liegt, gut verschieblich sein. Wenn beides nicht der Fall ist, wäre dies ein Anzeichen für einen malignen Tumor, also einen bösartigen Tumor. Hier haben wir Anzeichen für Bösartigkeit, die was zum Glück bei Kindern so gut wie nie vorkommt. Deswegen sind all die Themen, die ich heute bespreche, eigentlich vornehmlich gut. Artige Bilder, aber ich werde Ihnen dazu sagen, wo es gefährlich wird. Und ganz am Schluss bringe ich auch noch ein paar Beispiele von bösartigen Hautveränderungen. Diese aber sind nicht aus dem Kinderbereich und die habe ich nicht selbst fotografiert, denn zum Glück musste ich sowas noch nicht draus machen. Also alles, was unter der Haut ist, besteht aus Hautanhangsgebilden.
mit und ohne Pigmenten. Es können versprengte Hautzellen sein, aber auch Fremdkörper können dort zum Liegen kommen. Irgendein Glassplitter, irgendein Holzspreißel, irgendein Stück von einem Schnakenstachel. All diese Dinge können unter der Haut zum Liegen kommen und machen dann eine Fremdkörperreaktion, wenn es was von draußen ist. Der Körper baut Zellen drumherum, das wird immer größer. Irgendwann hebt es die Haut mit an und dann kommt es zu diesem komischen Ding, dass der ja jetzt plötzlich da ist und dass man nicht mehr richtig gut unterscheiden kann, was das sein soll. Hier haben wir nochmal genauer aufgeleistet, was alles in der Haut vorhanden ist. Im oberen Bereich die freien Nervenendigungen. Ich habe rechts daneben geschrieben, wie das Krankheitsbild heißt, das dadurch entstehen könnte. Das wäre ein Neurinom. Ein Neurinom ist ein tastbarer Knubbel im Haut- oder knapp unterm Hautniveau. Hier sind die endokrinen Drüsen, apokrinen Drüsen und holokrinen Drüsen, also Nummer 7, 8 und 9 im Bild. 7, 8. Und diese können ein Atherom bilden. Drüsen sind immer ein Organ, das eine Flüssigkeit bildet oder eine sowas ähnliches wie Talg bildet. Und wenn sich das ansammelt und nicht nach draußen kann, weil der Ausführungsgang nicht angelegt ist oder verstopft ist, dann sammelt sich an dieser Stelle immer mehr und mehr und mehr. Die Fabrik produziert weiter, diese Drüse produziert immer fort und irgendwann wird es so groß, dass man es von außen tasten kann und dass es auffällt. Dann ist das meistens ein Atherom. Wenn wir den nächsten Punkt nehmen, das ist das Haarfollikel Nummer 10. Auch hier unten gibt es die Möglichkeit, dass das Haarfollikel im versprengten Bereich angelegt wurde. Das heißt, es hat nicht hier unten einen schönen Haarwurzel, geht nach oben und nach draußen, sondern es liegt irgendwie kreuz und quer da unten drin, hat den Ausgang nicht gefunden und bildet jetzt Haarstruktur, also Horn einfach. Und dieses Horn kann aber nicht nach draußen, aber es wird immer mehr davon gebildet. Und letztendlich gibt es auch dann einen kleinen Knoten, der sich etwas härter noch tastet als das Atherom. Und der manchmal wirklich dunkel durchscheint. Das Pilomatrixom können wir manchmal im Vorfeld schon ganz genau diagnostizieren, weil es einen typischen dunklen Punkt hat, der nicht im Hautniveau ist, sondern wo man sieht, das kommt von drunter und man kann es durch die Haut durchsehen. Des Weiteren gibt es Arterien und Venen, also die Gefäßsituation, die hier die gesamte Haut versorgt und die auch tiefer liegt. Und hieraus können eben Gefäßmalformationen entstehen. Malformation heißt fehlgebildete Gefäße. Ein Beispiel dafür wäre das Hemangiom. Das kennen viele unter dem Begriff Blutschwämmchen vielleicht. Aber es gibt da noch weitere Gefäße. Sowas kann aus den Arteriolen entstehen. Sowas kann aber auch aus den Lymphgefäßen entstehen. Und wenn es aus den Lymphgefäßen entsteht, dann gibt es ein Lymphangiom. Es wird hier aber nicht extra aufgezählt, deswegen habe ich es nicht reingeschrieben. Und ganz unten im Bild, wenn wir bei dem Haut nochmal ankommen, das ist leider hier verkehrt rum aufgezählt, also hier beziehen wir uns nochmal eigentlich auf die oberste Hautschicht mit den Papillen und den Aufbau der Haut. Daraus kann sich ein Dermoidzyste bilden und verschiedene Hautanhängsel können daraus entstehen. So, jetzt haben Sie mal so einen Grundriss über die Anatomie und warum was entsteht, wo es herkommt und warum es dann auf dieser Ebene liegt, wo es liegt und warum es raus sollte. Wird Ihnen vermutlich auch schon klar dadurch. Zum Überblick nochmal. Wir haben alles nochmal logisch aufsortiert. Das, was nach außen auf der Haut nach außen geht, die Hautanhängsel. Dazu zählt zum Beispiel das Nabelgranulom. Direkt nach Geburt, wenn der Nabel abfällt, kann es zum Nabelgranulom fallen. Führen. Ich zeige gleich noch Bilder dazu. Aber auch Ohranhängsel sind bereits angeboren, wenn die Kinder auf die Welt kommen. Fingeranhängsel auch angeboren, wenn die Kinder auf die Welt kommen. All dies, diese Anhängsel entstehen im Normalfall bei den Säuglingen bereits vor der Geburt und sind dann schon da, wenn sie auf die Welt kommen. Im späteren Alter, naja, mein Alter und älter, wir bekommen Altersanhängsel. Das ist nicht so schön. Das sind Alterswärzchen, auch Anhängsel kann man auch wegmachen. Aber das ist dann eher eine Grunderkrankung und nicht eins, sondern das kommt immer wieder an verschiedenen Stellen. Es gibt Dinge, die die Haut verfärben. Nicht nur Fingermalfarben und Fasching, sondern eben das Muttermal und der Leberfleck, das kennen Sie sicherlich. Aber zum Beispiel auch die zusätzliche Brustwarze wird von vielen oft gar nicht erkannt, weil sie so ähnlich wie ein Muttermal aussieht. Aber wenn man weiß, wo diese Brustwarzenleiste ist, und auch wir sind wie früher die Hunde,
und nicht nur früher, heute auch die Hunde und Großkatzen und kleine Katzen haben die Möglichkeit, viele Babys zu säugen. Sie haben viele Brustwarzen, bis zu 8 Stück oder auch mehr, je nach Tierrasse. Und die liegen alle in einer Leiste, damit die Babys alle nebeneinander passen und alle an der gleichen Stelle trinken können. Und so ähnlich ist das bei uns auch angelegt. Wir haben eine Leiste, wo theoretisch mehr Brustwarzen Platz hätten. Und wir könnten eigentlich auch mehr Babys stillen, wenn die da wären. Aber die sind alle zurückentwickelt und wir haben im Prinzip in der Regelausstattung 2. Und dann gibt es Menschen mit Luxusausstattung, die haben dann durchaus 3. Ich kenne sogar auch jemand mit 4. Und ich kenne eine Person, da war die Brustwarze nicht nur als Warze angelegt, sondern auch mit dem Drüsenkörper darunter, sodass die Frau, die sie war, damals in der Stillzeit wirklich an dieser Stelle auch Milch produziert hat. War dann eher unangenehm, weil diese Brustwarze eher in der Achsel lag und da legt man das Kind üblicherweise nicht an und es kam auch nicht so viel Milch. Aber sobald sie das Baby angelegt hat auf eine Seite, lief die Milch da oben mit und das war unangenehm. Aber es bezieht sich nur auf die Stillzeit und hat keinerlei Krankheitswert. Dann gibt es den Tierfellnävus, das heißt der Tierfellfleck. Nävus ist immer der Fachausdruck für Fleck. Und der Kaffee-Olé-Fleck oder Nävus. Da komme ich noch genauer dazu. Dann gibt es einen Mongolenfleck. Und ja, Sie denken richtig, Mongolen kennen Sie aus der Erdkundegeschichte. Darauf beruht die Bezeichnung auch. Da kommen wir dann dazu. Sonderform von Gefäßveränderungen, die ja die Haut auch verfärben, aber meistens, wenn sie im Hautniveau liegen, eben rot sind, sind das Granuloma pyogenicum, das Blutschwämmchen und andere Gefäßmalformationen. Von der Haut kommend, aber unterhalb der Haut liegen. Jetzt sind wir eine Etage tiefer, jetzt sind wir in dem Unterhautgewebe. Da gibt es das Pilomatrixom, die Dermoidzyste, das Atherom und andere Knubbel, wie der Fremdkörper. Wenn Sie sich an die Folie davor erinnern, können Sie vielleicht schon zuordnen, was was war als Ursache. Es gibt aber auch Fisteln, die entstehen und meistens schon bei Geburt vorhanden sind. Diese kommen üblicherweise vor am Ohr oben und am Hals, in der Mitte oder an der Seite, egal an welcher Seite, und sind irgendwo zwischen Mundboden und Schlüsselbein zu lokalisieren. Wenn das keine Fistel ist, ein Fistel ist ein Gang, ein Tunnel, der einen Anfang und ein Ende hat, wo man es rausgeht, nach draußen. Irgendwo geht es rein und irgendwo geht es raus, wie bei der Autobahn, ein Tunnel. Wenn dieser Tunnel das Ende nicht bis zum Ausgang geschafft hat, sondern die Bauarbeiter unterhalb vorher aufgehört haben, wird die Flüssigkeit, die produziert, dort gesammelt, in dieser Höhle, und dadurch entsteht eine Zyste. Nennt sich eine Halszyste, wenn das am Hals ist. Das ist die typische Stelle und die ist üblicherweise mit Speichel gefüllt. Auf die Geschichte und wie das entsteht, komme ich noch zu sprechen. Prinzipielles zum Thema OP. In all diesen Veränderungen ist für uns als Kinderchirurgen natürlich die Vorstellung mit der Frage, soll das raus oder bleibt das drin im Kind? Ist das nötig oder darf das sein? Ist das Krebs oder muss das weg? Also all diese Punkte können wir beraten. Letztendlich zeige ich Ihnen jetzt mal ein paar prinzipielle Dinge dazu, wie eine OP-Indikation gestellt wird. Die erste Frage ist: Ist es störend? Oder eigentlich ist es maligne, also böse, haben wir im Kindesalter so gut wie nie. Aber danach kommt die Frage: Ist es störend? Und beeinträchtigt es das tägliche Leben? Ein paar Dinge sind einfach, wenn sie an körperlichen Stellen sind, die wir häufig benutzen, wie an den Fingern, die wir zum Schreiben brauchen, und wenn es hier eine Schwellung kommt, wo Sie den Stift halten, dann kann die Schwellung klein sein und eigentlich lächerlich vom Betrachten her. Aber von der Auswirkung auf das tägliche Leben, wenn das ein Schulkind ist, das dann am Tag 5, 6 Stunden den Schulfüller in der Hand halten muss und es drückt immer da drauf, kann das sehr das Leben beeinträchtigen, das tägliche. Deswegen ist das dann auf alle Fälle störend. Oder ist etwas sehr unschön? Oder wird es als störend empfunden, auch wenn ich als Arzt das vielleicht in dieser Position nicht nachvollziehen kann? Ich lebe ein anderes Leben als dieses Kind. Für das Kind kann das sehr störend sein. Ich würde sagen, naja, wenn ich das hätte, nicht schlimm. Aber da muss man genau diskutieren, was macht die eigene Psyche, die eigene Erwartungshaltung mit diesem Ding? Ist das deshalb ein Grund, das zu operieren, weil die Psyche so weit sich an diesem Ding stört, dass zum Beispiel Kinder nicht mehr ins Schulturnen und ins Schulschwimmen gehen, weil sie sich nicht umziehen wollen, weil sie nicht zeigen wollen,
dass sie eine Veränderung haben, die sie blöd finden? Gibt es dadurch Einschränkungen in ihrem Leben durch ihre eigene Erwartungshaltung, durch ihren eigenen Anspruch an sich selber oder vielleicht auch durch andere Kinder, die sie hänseln? Und da kommen wir zu der Frage, ist Nicht-Normalsein eine OP-Indikation? Wir haben vorher bei all diesen Bildern von diesen unterschiedlichen Hauttypen der Menschen gesehen, dass es ein Normal nicht gibt. Was ist normal? Was ist normativ? Sind Begriffe, über die man sich lang Gedanken machen kann und viel dazu aufschreiben kann. Aber wenn wir uns alle anschauen, ist keiner wie der andere, außer die einen eigenen Zwillinge. Ansonsten könnten wir uns gar nicht unterscheiden. Ansonsten wüsste ja mein Kollege nicht, ob ich jetzt heute komme oder meine Kollegin, wenn wir alle gleich wären, gleich vom Hauttyp, gleich vom Aussehen, gleich von der Art. Also sind wir alle ein bisschen nicht normal, sage ich immer. Wir sind alle unterschiedlich. Wo ist der normale Mensch? Aber ist dieses Nicht-Normalsein dann eine OP-Indikation oder nicht? Hier kommt es sehr viel auf die Eltern und um das umliegende, ja, soziale Umfeld an, ob die das Kind darin stärken zu sagen, so bin ich, das gehört zu mir, das ist okay, das ist normal, damit kann ich leben, weil ich weiß, ich werde so geliebt, so wie ich bin. Dann ist das nicht normale Sein, das vielleicht für alle sichtbar ist, wieder völlig in Ordnung. Also auch das ist eine Frage, wie intakt ist das Umfeld und wie geht man mit dieser Veränderung, mit diesem Knubbel, mit diesem Fleck, mit diesem Knoten um? Auch hier wieder die Frage nach der Psyche, aber auch nach der Akzeptanz in der Gesellschaft. Dann gibt es diesen Begriff OP. Was ist eine Operation? Wann heißt es denn eine Operation? Wir machen viele Dinge, die so, vielleicht würde man sagen, im Graubereich einer Operation liegt. Klar, wenn ich einen ganzen Bauch aufmache und alles Mögliche da drin operiere, ist das eine Operation. Aber ist es, wenn ich irgendwo einen Faden drum schlinge und warte, bis es abfällt, auch schon eine Operation? Oder wenn ich ohne Narkose irgendwas abmache, obwohl ich vorher ein bisschen lokal eine Betäubung an dieser Stelle gemacht habe, heißt es OP dann, wenn ich ein Skalpell benutze? Oder was, wenn ich das mit der Schere abschneide? Und ich würde das so definieren, alles, was geschnitten wird, ist eine OP. Also immer, wenn ich etwas abmache, ist eine OP. Und es ist egal, ob das geschnitten wird mit der Schere oder mit dem Skalpell. Und alles, was eine Narkose bekommt, ist auch eine OP, auch wenn nichts geschnitten wird. Wir haben durchaus Darmspiegelungen, Bauchspiegelungen oder andere Spiegelungen, wo wir gar nichts aufmachen müssen, sondern vorhandene Löcher verwenden, die es schon gibt. Und da mit der Kamera reingucken. Aber weil es ein Kind ist, braucht es eine Vollnarkose. Auch das ist eine OP. All dies ist nachher wichtig, wenn ich gehe nachher nur noch bei den Krankheitsbildern kurz drauf ein, OP. Kommen wir zur OP-Durchführung. Also, wann wir eine Narkose machen und wann nicht, hängt unter anderem vom Alter des Kindes ab. Wenn so ein kleiner Zwerg noch vor dem 6. Lebensmonat ist, empfiehlt es sich aus Seite der Narkoseführung, dass dieser kleine Zwerg danach eine Nacht auf Station bleibt, denn er hat ja noch gar nicht so lange selbstständig geatmet. Er hat ja noch nicht mal 6 Monate, wo er selber ein- und ausatmet, egal wie tief er schläft, ohne aufzuhören. Und da uns diese Erfahrung fehlt bei diesem Kind, und er jetzt aber zusätzlich noch Schlafmedikation in Narkose bekommen hat, die auch die Atmung ausstellt, und wir nicht wissen, wie gut er diese abbaut, bleiben diese Kinder für eine Nacht auf Station. Und deswegen ist bei all diesen Hauterkrankungen, wenn es nicht sehr eilig ist, die Empfehlung, wir warten, bis das Kind 7 Monate alt ist. Dann ist es ambulant durchführbar und die Eltern können danach das Kind mit nach Hause nehmen. Was, wie ich finde, für alle Beteiligten immer die bessere Variante ist, das Kind schläft besser, die Eltern schlafen besser. Im Prinzip ist es dann eine schnellere und bessere Heilung für alle. Falls jemand mal mit einem Kind, da kommt, das älter ist, selber aber große Ängste an die mit dieser Narkose verbindet, vielleicht auch in der Familie schon schlimme Dinge erlebt hat, dann soll er das ansprechen. Wir sind dann offen und bieten auch trotzdem, dass das Kind schon älter als 6 Monate ist, auf alle Fälle an, dass man über Nacht bleiben kann. Wenn das gewünscht ist und wenn es Gründe dafür gibt, kann man das mal machen. Ob denn wirklich eine Narkose gebraucht wird, ist sehr individuell und hängt vom Alter ab, von der Psyche ab. Es gibt kleine Kinder, bei Kindern unter 12 würde ich bei fast allem eine Narkose machen. Aber es gibt durchaus schon mal den einen oder anderen 10-, 11-, 12-Jährigen, der sehr tapfer ist und sagt, nö, alles klar, Lokale, ich gucke nicht hin, mach weg. Und wenn es ein kleines Ding ist,
geht das vielleicht auch. Ein paar Warzen, das geht vielleicht. Aber es gibt außer der Narkose auch noch die Sedierung und die Lokalanästhesie. Also hier können wir abwägen. Die Lokalanästhesie ist der Begriff für, ich betäube die Stelle, nur diese Stelle. Zur Wahl haben wir da Pflaster mit Betäubungssalbe, Eisspray, das ist, ich sage immer, Schnee aus der Flasche und zeigt den Kindern, wie kalt das wird. Das ist wirklich sehr schön kalt. Und wir haben natürlich noch die Möglichkeit, wie bei Erwachsenen, Betäubungsmittel einzuspritzen. Aber schon ein Spritzen ist für Kinder meistens das Problem. Da kommt die Spritze ins Spiel. Es gibt noch diese Sedierung, das heißt, das Kind schläft nicht, atmet noch selber, ist aber wie im Vollsuff. Und wenn jemand besoffen ist, kann er nicht mehr richtig artikulieren, sprechen und hat seinen Körper nicht mehr richtig im Griff, fällt vielleicht um, wenn er nicht gestützt wird, wenn er nicht aufpasst, fällt er von der Untersuchungsliege. Er hat aber zeitgleich, und das nutzen wir, einen Blackout für diese Zeit. Wie bei einem Vollsuff. Er erinnert sich nicht mehr, was da war. Das heißt, was wir in dieser Sedierung dann machen an ihm, wird er nicht mitbekommen. Er wird sich vielleicht wehren, weil wie ein Vollbesoffener, der an irgendetwas tut, was er nicht will, wird er abwehrig sein. Vielleicht wird er sogar schreien, aber die meisten Kinder lassen sich sehr gut ablenken und können auf was anderes fokussieren in dieser Sedierung, kriegen dann gar nichts mehr davon mit, von dem, was man dann machen muss. Und danach wissen sie auch nicht das, was überhaupt passiert ist, weil die Zeit ist weg in ihrer Erinnerung. Ich sage immer zu Mama, Hauptsache sie erzählen es nicht, weil sonst kommt seine Erinnerung vielleicht doch stückweise durch. Aber solange die Mama den Mund hält, weiß das Kind das nicht. Und die Narkose ist eben die Vollnarkose, die damit einhergeht, dass wir die Atmung der Kinder übernehmen im Normalfall. Zumindest, dass wir das Kind so fest schlafen haben, dass es keinen Schmerzreiz mehr spürt und dass kein Schmerzreiz mehr das Kind erwecken kann. Wie gesagt, die Bilder, die jetzt kommen, sind alle Bilder von gutartigen Veränderungen. Und erst ganz zum Schluss werde ich noch ein paar Beispiele bringen, damit Sie irgendwas im Kopf haben und sich nicht ängstigen, wenn Sie was Gutartiges sehen. Ob und welche Durchführung letztendlich von dieser OP und Narkose gewählt wird, hängt von vielen Faktoren ab. Einige habe ich schon genannt. Alter und Einsichtsfähigkeit des Kindes. Die Ängste des Patienten. Wie gesagt, es gibt Kinder, die sind sehr tough und die sagen, nö, ist okay. Und es gibt Kinder, die haben schon bei der Erwähnung Spritze, die Tränen in den Augen. Und da kann die Erwartungshaltung des Vaters oder der Mutter ganz anders sein und sagen, nein, der ist tapfer, das macht er. Aber manchmal sieht man, dass das Kind das nicht will und einfach Angst davor hat. Wir müssen die Kinder dort abholen, wo sie stehen, in ihren Ängsten und sie nicht überspielen und sie wahrnehmen und auch ernst nehmen da drin. Die Größe des Eingriffes, wenn es bloß ein Mini-Mini-Eingriff ist, nehmen wir eine Mini-Warze und nur eine davon, oder ob es 50 Warzen sind und diese womöglich auch noch im Genitalbereich, im Bereich des Augenlides oder am Hals, an der Achsel, wo es wirklich sehr weh tut, wenn man was macht. Aber auch, ja, zuletzt hatte ich die Warze an der Fußsohle. Da ist der Eingriff klein, aber die Lokalisation und wie aufwendig das ist, diese in diesem vielen Hornhautgewebe rauszuscheren. Das gibt einen richtigen Krater, wenn man die rausholt. Das habe ich im letzten Vortrag erwähnt. Wenn man das rausholt, das ist relativ tief und das ist an der Fußsohle nicht einzuspritzen. Das tut einfach weh. Und da würde ich immer eine Vollnarkose bevorzugen. Aber auch bei diesen Dingen, die ich gerade erwähnt habe, die jetzt hier Teil des Vortrags sind, Dinge, die unter der Haut liegen, nicht in der Haut, keine Anhängsel, sondern unter der Haut sind. Da muss ich erstmal durch die Haut durch. Dann muss ich mir das ringsum frei präparieren. Dann muss ich eben sämtliche Blutgefäße, die den Knoten versorgen, vielleicht mit Blut, abtrennen, rausmachen, das Ganze rausholen. Dann mache ich nochmal den Mundgrund sauber, gucke mir alles an, mache eine Naht rein, wenn nötig, und nochmal Blutstillung und gehe dann raus. Das ist einfach eine Präparation. So lang kann vielleicht nicht jedes Kind in dem Bewusstsein, dass was gemacht wird, stillhalten, ohne Angst zu entwickeln. Das muss man auch berücksichtigen. Die notwendige Lage des Patienten. Also es gibt auch Positionen, die wir machen müssen, um an das Ding ranzukommen, die sehr unangenehm, erschöpfend für den Patienten sein können. Auch da ist es manchmal besser, die Art der Durchführung dem anzupassen. Die Empfindlichkeit der Stelle, das betraf vor allem die Fußsohle zum Beispiel. Dann sind die Eltern oder das Kind auf einen festen Zeitpunkt festgelegt. Ist es eilig, was wir da haben? Wenn wir sagen, das ist nichts Typisches. Wir wissen nicht, was es ist. Wir hätten es gern besonders eilig raus.
gemacht. Dann ist die Frage, haben die Eltern wahnsinnig Angst? Haben sie Angst vor der Narkose? Haben sie Angst vor dem Ding? Was geht schneller, das Ganze ohne Narkose, in Sedierung heute? Oder wir machen einen OP-Zeitpunkt und dann muss ich gucken, wann ist der nächste Zeitpunkt möglich bei uns im OP, weil unsere OPs sind ja auch nicht einfach nur leer. Die Narkosefähigkeit und Möglichkeit des Patienten. Natürlich gibt es auch Gründe, keine Narkose zu machen, lieber was anderes, weil es andere Grunderkrankungen gibt, die der Patient hat und die eine Narkosefähigkeit zum Risiko machen. Gibt es OP-Kapazität? Habe ich gerade schon angesprochen. So, dann kommen wir zurück zu all den Themen. Als erstes besprechen wir alles, was an der Haut anhängt. Vom Nabelgranulom über Hautanhängsel wie Ohr- und Fingeranhängsel. Hier sieht man sehr schön ein Nabelgranulom, der Nabel eines Säuglings, und hier steht in der Mitte in röter ein kleiner Knoten hervor. Das ist üblicherweise Schleimhaut, deswegen glänzt es auch mehr als die Haut drumherum und manchmal kann es bluten. Die Eltern berichten oft, dass wenn der Windelbereich darüber ist, dass so ein kleiner Fleck entsteht an der Windel, dort wo es dort ankommt, manchmal bitte ein bisschen Blut, manchmal bloß gelblich. Wenn es dann in Abheilung ist, dann kann es so aussehen, dann bleibt hier nur noch ein kleiner Punkt übrig. Das hier ringsum in zartrosa ist schon normale Haut und hier ist dieses Nabelgranulom letztendlich eingeschmolzen oder abgegangen und das ist der Rest, der übrig geblieben ist. Das geht dann alles weg noch. Was Sache ist, das ist eben ein Restteil von der Nabelschnur, der nach Abfallen des Nabels noch übrig bleibt. Manchmal blutet es ein bisschen und in seltenen Fällen gibt es einen Hinweis, dass das nicht nur der Rest der Nabelschnur ist, sondern dass dem Ganzen eine andere Ursache zugrunde liegt. Manchmal gibt es Gänge, die in der Entwicklungsgeschichte des Babys bei jedem angelegt sind. Das ist ein Gang von dem Blasendach, der dorthin geht, und es gibt einen Gang vom Darm, der dorthin ging. Mal in der Geschichte. Üblicherweise gehen diese Gänge zurück, obliterieren nennen wir das. Sie verschließen sich, werden klein, dünn und werden einfach nur zu einem Bindegewebsstrang ohne Öffnung in der Mitte. Also kein Tunnel mehr, sondern nur noch ein Strang. Aber wenn der offen bleibt aus irgendeinem Grund, dann kann der bis zum Nabel gehen. Und wenn er bis zum Nabel geht, dann kann am Nabel entweder, wenn es aus der Blase kommt, Urin rauskommen oder wenn es über den Darm angeschlossen ist, im schlimmsten Falle Stuhl rauskommen. Habe ich aber so noch nie gesehen. Meistens kommt nur einfach Flüssigkeit raus und manchmal stinkt die nach Stuhl. Ganz wenig. Aber es ist immer feucht, es ist immer nass, zusätzlich zum Nabelgranulom, das auch da ist, und es stinkt einfach nach Stuhl. Wenn das der Fall ist, dann braucht man zusätzlich einen Ultraschall. Ansonsten wird vom Kinderarzt oder von uns in mehreren Sitzungen dieses Granulömchen verätzt, nennen wir das. Aber eine Verätzung ist das nicht. Es ist Silbernitrat. Silber läuft wie bei Ihnen zu Hause auch, das Silber im Schrank. Silbrig, grau bis schwarz an. Und deswegen, wenn wir dieses Tupfer drauf machen mit dem Silber, dann wird die Stelle grau-schwarz bis zum nächsten Tag. Wenn ich mich aus Versehen damit irgendwo an der Hand berühre, habe ich auch immer so graue bis schwarze Flecken an der Hand und dummerweise lassen sich die nicht abwaschen. Es sieht dann vielleicht aus, als hätte ich die Hände nicht gewaschen, aber das ist nur eine Verfärbung. Das ist nicht, weil da Schmutz drauf ist. Man macht das einmal pro Woche, machen wir das und mit mehreren Wiederholungen, je nachdem, wie groß das Granulom ist. Bei einem Granulom dieser Größe braucht man so 3 bis 5 Mal, bis das ganz weg ist. Es ist eine schnelle Sache, kommen, Bauchnabel auspacken, einmal drauftupfen, ein paar Sekunden halten, weg, Kind wieder einpacken und tschüss. Tut nicht weh, Kind kann weiter schlafen in der Zeit, wenn es gerade schläft, also eigentlich kein Problem. Das Hautanhängsel am Rohr hat ein größeres Problem. Dieses hat üblicherweise einen knorpeligen Stiel. Der geht bis hinunter, dort wo das Ohr am Knochen angewachsen ist. Deswegen reicht es nicht, hier einen Faden drumherum zu binden und zu hoffen, dass das schon abfällt. Dann stirbt die Haut darüber ab, der Knorpel bleibt aber stehen und dann ist es eine offene Wunde. Deswegen macht man das bei Ohranhängseln nicht mit dem Faden. Aber bei Fingeranhängseln zum Beispiel, wenn sie so sind wie auf diesem Bild, ein ganz, ganz dünner Hautstiel, könnte man das machen. Aber man kann das auch mit einem Scherenschlag und einer Naht oder einem Scherenschlag und einmal mit Verödung auch erledigen. Also auch hier oben, ich hoffe, Sie können das sehen, hier ist noch ein zusätzlicher Finger, der nach hinten auf den Handrücken umgeklappt ist und da dazwischen ist ein Mini-Hautstiel, wie eine ganz, ganz dünne Brücke. Man muss sich schon sehr wundern, dass über diese dünne Brücke
der ganze Finger mit Blut versorgt wird, weil der Finger ist ja nicht tot und abgestorben. Der Finger ist ja genauso durchblutet wie der Rest der Hand. Also wird dieser ganze Finger wurde gebildet und wurde hier einfach über diesen dünnen Stiel mit Blut versorgt. Deswegen wird es auch bluten, wenn man das abmacht. Man muss da schon geschwind einmal veröden oder eine Naht drüber setzen. Und das ist der sechste Finger. Das ist nicht Finger Nummer 5 und oh Gott, das Kind hat jetzt einen kleinen Finger weniger. Nein, das ist der sechste Finger, der da nicht hingehört. Hier sind wir wieder beim Normalen, aber so ist unsere Definition in dem Fall. Es gibt allerdings auch Hautanhängsel wie diese. Die kann man theoretisch auch abbinden mit einem Faden drumherum, feste zuziehen. Aber ganz ehrlich, das tut weh. Binden Sie sich mal einen Faden um den Finger und ziehen den zu. Das tut auch weh. Also natürlich tut das auch weh. Und die meisten Kinder wollen das nicht so. Denn das tut schon schön weh und das tut eine Weile weh. Bis das abfällt, dauert es 3 bis 7 Tage, bis die Durchblutung weg ist. Und manchmal ist die Durchblutung auch nicht ganz weg. Deswegen muss man sich auch hier überlegen, ob man das richtig chirurgisch entfernt. Immer dann, wenn es ans chirurgische Entfernen geht, kommt hier dieses Hand mit dem Messer. Jetzt müsste man mein Bild wieder nach oben machen, damit man die Hand auch sehen kann. Unser Techniker darf da immer ein bisschen mitspielen und mitdenken. Und das heißt, dieses Ding entfernen wir üblicherweise. Sowohl das Ohranhängsel wird entfernt mit einer sauberen Präparation bis runter, bis an den Knochen rein. Und das Fingeranhängsel wird entfernt, meistens schon direkt nach Geburt. Während wir beim Ohrenhängsel gern warten, bis das Kind mindestens 6 Monate alt ist, damit es ambulant sein kann. Und das Fingeranhängsel, das ist nach Geburt eh eine Nacht da. Deswegen ist es egal. Zu den anderen Themen, die die Haut verfärben. Kommen wir zum Muttermal- und Leberfleck, genannt Nävus, also Fleck. Beobachtung dieser Flecken sollten im jährlichen oder halbjährlichen Abständen von Ihnen erfolgen, und zwar mit Foto, mit Datum und Maßband. Ich habe hier mal ein Beispiel gemacht. Ich habe hier einen kleinen braunen Fleck. Ich habe ein Metermaß, das durchsichtig daneben gehalten, habe das Datum draufgeschrieben. Dann habe ich das Metermaß nochmal richtig draufgehalten, denn im oberen Bild könnte man denken, so roundabout, das ist 4 bis 5 mm groß. Wenn man jetzt unten sieht, wenn ich wirklich den Querdurchmesser ausmesse, indem ich das durchsichtige Lineal draufhalte, sehe ich, es ist genau 3 mm groß und kann es dann beim nächsten Mal sehr gut vergleichen. Und wichtig, nicht nur die eine Ebene, sondern auch die zweite Ebene. Ich habe bei den Durchmesser, die sind ja nie ganz rund, die sind ja meistens oval. Muss ich ja wissen, in welche Richtung wächst es. Also dieses Ding ist jetzt 3 mm auf 2 mm zum Datum des 2.1.22. Aber das Datum brauchen Sie im Prinzip nicht, wenn Sie das mit Ihrem eigenen Handy machen und einen Ordner anlegen. Eigene Medizin, eigene Dateien, eigene Veränderungen oder Nävus oder irgendwas oder meine Tochter und da diese ganzen Bilder reinlegen, dann können Sie ja dort am Datum schon sehen, wann das war. Brauchen Sie nicht jedes Mal das Datum auf das Kind schreiben. Das ist dann einfacher. Sowieso möchte ich Ihnen vielleicht an dieser Stelle gerade mal empfehlen, dass Sie sämtliche Medikamente, die Sie für Ihr Kind verwenden, vielleicht nicht Paracetamol, das Sie regelmäßig geben, aber alles andere, was Sie mal verschrieben kriegen, insbesondere wenn es selten ist oder nur einmalig gegeben wird, dass Sie das abfotografieren und auch in diesen Ordner legen. In meiner Sprechstunde habe ich zu 99% Patienten vor mir sitzen, die sagen, ja, der Kinderarzt hat was aufgeschrieben, wir haben das gelbe Zeug auch gegeben. Welches gelbe Zeug? Wie hieß es? Was war drin? Die sagen dann noch, ja, es ist eine Salbe oder es ist eine Flüssigkeit, er hat es geschluckt oder er hat es aufgetragen, aber dann hört die Information schon auf. Und das ist zum Herausfinden, was wirklich schon als Therapie gelaufen ist, einfach zu wenig. Die Kinderärzte schreiben meistens nicht auf die Überweisung, was für eine Therapie sie da hatten. Also wenn sie es abfotografiert haben, dann wäre das toll. Dann können sie nämlich geschwind in ihr Handy gucken und sagen, ah ja, das hieß Rivanol oder irgendwie anders. Und das hilft uns dann sehr weiter, damit wir wissen, damit war schon mal kein Erfolg zu erzielen. Oder der Erfolg war mittelmäßig. Weil sonst sitzen Sie jetzt nicht beim Chirurgen. Sonst hätten Sie nicht mehr kommen müssen. Genau, also legen Sie sich einen medizinischen Ordner an in Ihrem Fotoalbum mit all diesen Dingen, die wichtig sein könnten. Sie beurteilen solche Flecke nach der Größe über 5 mm. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Sie nehmen den Bleistift und wenn das Bleistiftende, nicht die Spitze, sondern das Ende, den Fleck komplett überdeckt, dann ist es unter 5 mm. Dann ist es kein Problem. Also immer, wenn Sie den komplett zudecken können mit dem Bleistiftende, ist es alles gut. Erst wenn Sie der trotzdem noch rausguckt,
sollten Sie das anfangen auszumessen und nachzugucken, was passiert damit. Wie ist der Rand? Scharf oder unscharf auslaufen? Können Sie klar sagen, wo der aufhört oder nicht? Hier sieht man sehr gut, der Rand ist scharf. Wie ist die Farbe? Ebenmäßig oder unregelmäßig? Diese Farbe hier ist einheitlich gleich braun. Gibt es nichts Besonderes. Kein helleres, kein dunkleres, kein schwarzer Fleck drin, nichts. Einfach braun. Ist der Fleck erhaben, übers Hautniveau oder nicht? In dem Fall ist er nicht erhaben und er hat eine homogene Oberfläche. Wenn ich drüber fahre, fühlt es sich nicht anders an dieser Stelle wie an allen anderen Stellen. Also mit geschlossenen Augen kann ich nicht unterscheiden, ob da ein Fleck ist oder nicht. Aber in dem Moment, wo der erhaben wird und ich mit geschlossenen Augen tasten kann, passiert irgendwas. Und gibt es in letzter Zeit Veränderungen seit dem letzten Foto in einem dieser Punkte? Dann wäre das alles jeweils ein Grund, einen Hautarzt aufzusuchen und diesen nicht nur selbst zu kontrollieren, sondern von einem Fachmann kontrollieren zu lassen. Und da bin auch nicht ich als Kinderchirurgin an erster Front. Ich kann mir das angucken, aber der Hautarzt hat einfach noch ein, zwei Möglichkeiten mehr. Der kann eben an sein Handy verschiedene Lupen aufschrauben, sodass er davon das in einer deutlichen Vergrößerung sehen kann und gleichzeitig ein Foto davon machen, sodass er eine Dokumentation über den Verlauf hat. So ähnlich wie Sie das hier jetzt sehen, von mir gemacht, bloß noch mit einer Vergrößerung, die einfach alles schlägt, was ich so kenne. Also wenn Sie dieses verinnerlichen können, die Größe, den Rand, die Farbe erhaben und Veränderungen seit dem letzten Foto, dann sind Sie schon auf der sicheren Seite und wenn da irgendwas auffällig ist, dann sollten Sie es anschauen lassen. Es gibt noch was. Das ist der Juckreiz. Normalerweise jucken farbige Flecken nicht. Wenn die anfangen zu jucken oder offene Stellen zu entwickeln, aufzugehen, meistens durchs Jucken, dann ist es ein Zeichen, dass es vielleicht entartet. Eine Entartung ist, wenn etwas bösartig und eben damit zu Krebs werden kann. Es gibt aber Vorstufen von Krebs, sodass nicht alles nur weiß und schwarz ist, gutartig und bösartig, sondern es gibt auch noch so Zwischenstufen, die ein bisschen grau sind. Reden wir von den Entartungsrisiken. Die wichtigste Rolle spielt dabei das UV-Licht. Das ist das, was von der Sonne kommt, die UV-Lichtexposition. Besonders Kinder mit heller Haut und Sommersprossen sind da mehr gefährdet als andere Kinder. Wenn in den ersten 6 bis 24 Lebensmonaten ein großer Leberfleck entsteht oder bei Geburt da war. Die meisten sind nicht bei Geburt da, nur ganz wenige. Aber die zählen auch dazu. Oder wenn die können entstehen bis zum zweiten Geburtstag. Und groß meine ich jetzt hier Durchmesser 20 cm. Oder übertragen auf den Erwachsenen 20 cm. Da gibt es Tabellen, weil bei einem Kind sind 20 cm anders als bei einem Erwachsenen. Deswegen, da gibt es Tabellen für, wie groß das ist. Aber wenn Sie was haben über 6 cm, sollten Sie es auf alle Fälle zeigen. Denn je größer die sind, umso häufiger entarten sie. Und je mehr Leberflecke man hat, umso häufiger entarten sie. Dieses hübsche Mädchen da oben hat schon allein im Gesicht, ich schätze mal, 40 bis 50 Leberflecke. Die kommt im ganzen Körper garantiert über einige hundert Leberflecke. Bei dieser Anzahl muss sie regelmäßig, halbjährlich bis jährlich, zum Dermatologen, der alle anguckt und sagt, da muss man aufpassen. Dann gibt es Flecke, die an besonderen Lokalisationen sind. Üblicherweise entstehen diese Flecken ja aufgrund der Melanozyten und die Melanozyten entwickeln die Farbe aufgrund des UV-Einflusses. Wenn wir jetzt Stellen haben, wo wenig oder gar kein UV hinkommt, weil wir sie üblicherweise bedeckt haben, wie zum Beispiel das Genitale, im europäischen Raum läuft ja jedes Kind mit einer Windel üblicherweise rum oder mit einer Hose. Wir sind ja nicht die Naturvölker, die bis zum Ende des Lebens nackig unten rumlaufen. Also ist hier eigentlich immer bedeckt und die Sonne scheint nicht drauf. Leberflecke im Genitalbereich sollten angeschaut werden. Ebenso auf der behaarten Kopfhaut. Da kommt durchaus Sonne hin. Aber wenn Sie die nicht regelmäßig bewusst kontrollieren, vergessen Sie die, weil die sind unter den Haaren und sind dann weg und dann sieht man die Veränderung nicht. Und die Fußsohle ist für mich so ein Punkt, da gehört eigentlich kein Leberfleck hin. Und wenn da einer ist, dann lasse ich den lieber kontrollieren. Das Entartungsrisiko steigt auch, wenn es Eltern dazu gibt, die schon entartete Leberflecken haben. Also wenn die Eltern selber schon Hautkrebs oder Vorstufen vom Hautkrebs hatten, dann ist das Wahrscheinlichkeit fürs Kind leider auch höher.
Und es gibt noch Hormonveränderungen wie Schilddrüsenerkrankungen, die dazu führen können. Aber auch Immunsuppression. Wenn es Kinder gibt, die aus Gründen wie zum Beispiel Psoriasis oder Rheuma oder anderen Sachen eine Immunsuppression brauchen und wir wollen jetzt alle beten, dass es nicht Krebs ist, dann kann es dazu führen, dass dann die Leberflecke entarten. Man muss sie dann regelmäßig kontrollieren. Aber das wird in so einem Fall sowieso im Rahmen eines Schemas dann immer gemacht. Zum Entartungsschutz, was können Sie tun, dass das nicht passiert? Sie sollten immer zwischen 11 Uhr und 15 Uhr den Kindern einen UV-Schutz anziehen, und zwar in Form von Kleidung. Am besten noch mit Sonnenschutzmittel, Lichtschutzfaktor 50 darunter. Dann können Sie verhindern, dass die Entartungshäufigkeit höher ist als sonst. Also Sie reduzieren die Entartungshäufigkeit. Neue Leberflecke bei Kindern und Jugendlichen werden so reduziert. Und wenn Sie sich jetzt sagen, okay, aber es ist so heiß, der will den Langarmpulli nicht anziehen, ich ziehe ihm jetzt einen Kurzarm an und schmiere ihm Sonnenschutzmittel. Dazu gibt es eine interessante Studie, die gezeigt hat, wenn man nur Sonnenschutzmittel nimmt, ohne diesen Kleidungsschutz, dann erhöht sich das Risiko für Hautkrebs sogar noch zusätzlich, weil in dieser Erwartungshaltung, ich bin ja geschützt, bleiben die Kinder länger draußen, sie kriegen keinen Sonnenbrand durch das Sonnenschutzmittel. Der Sonnenbrand selber ist auch ein Risiko, aber allein die Zeit der UV-Exposition, also die Zeit, die man UV-Strahlung auf der Haut hat, ist auch ein Grund, damit diese Leberflecke entarten oder man neue bekommt. Und deswegen ist das nur Sonnenschutzmittel, sollte dann nicht die Rechtfertigung sein, warum das Kind länger draußen bleibt, sondern dann muss man es reinholen zu dem Zeitpunkt ungefähr, wo es ohne Sonnenschutzmittel einen Sonnenbrand bekommen hätte, auch wenn es jetzt zum Glück keinen hat. Natürlich muss der Sonnenbrand verhindert werden. Der macht eben auch eine Entartung. Also, da man dadurch länger in der Sonne bleibt, wenn man sich geschützt fühlt, das ist eine Ironie des Schicksals, die dann wieder zu einem erhöhten Risiko führt. Hier habe ich mal ein paar Bilder. Das ist ein kleiner Fleck, der einen unscharfen Rand hat, in der Mitte erhaben und ein Haar, das völlig anders aussieht als die anderen Haare. Finde ich verdächtig? Ich kenne diesen Fleck persönlich, der wird regelmäßig vom Hautarzt kontrolliert, der bisher sagt, kann man drin lassen. Noch ein Fleck, der sehr, sehr dunkel ist. Sehr, sehr dunkel macht auch manchmal ein Problem bei der Beurteilung, aber er ist einheitlich dunkel, er hat einen scharfen Rand und er ist nicht größer als ein Bleistiftende. Zwei Flecke, auch beide einheitlich, nichts Auffälliges hierzu. Ach, übrigens, wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie die ruhig im Chat. Ich kriege dann eine Meldung von meinem Mitarbeiter, dass es eine Frage gibt und werde dann gern darauf eingehen. Das sieht man jetzt in einem behaarten Bereich, der freundlicherweise rasiert wurde, um den Leberfleck zu bewerten, zu beurteilen, dass hier ein Leberfleck im behaarten Kopfbereich liegt. Und da kann man sich gut vorstellen, wenn die Haare alle zu einer schönen Frisur ausgewachsen sind, sieht man von dem Leberfleck nichts mehr. Deswegen ist es wichtig, den zu kennen, zu wissen, wo er ist und trotzdem zu kontrollieren. Also nochmal, Entfernung dieser Leberflecke bei auffälligen Kriterien wie Asymmetrie, unregelmäßiger Begrenzung, über 5 mm Größe, farblicher Inhomogenität, vielleicht auch, wenn er an einer komischen Stelle ist, aber da würde ich erst den Hautarzt draufschauen lassen. Und für mich ist manchmal noch ein Kriterium, wenn die wachsen. Und ich mache ihn raus, wenn er kleiner ist, ist die Narbe kleiner. Wenn ich warte, bis er größer ist, wird die Narbe auch größer. Also muss man sich auch da überlegen, wenn es ein Leberfleck ist, der Tendenz hat, dass er später entarten könnte, weil er eben bei den Kindern meistens noch nicht entartet ist, sondern das passiert oft erst in der Pubertät, dann ist es vielleicht auch eine Überlegung wert zu sagen, wir machen ihn jetzt raus, dann müssen wir ihn in der Pubertät, wo das Kind nicht so gut zu führen ist, nicht kontrollieren. Und es gibt jetzt eine kleine Narbe als später eine größere Narbe, wenn er wirklich bösartig wird, falls er Anzeichen hat, dass er schon von Geburt an inhomogen ist oder eine gewisse Größe hat. Das sollte man besprechen mit dem Hautarzt und mit dem zuständigen Kinderchirurgen. So, kommen wir zur zusätzlichen Brustwarze. Man sieht hier auf dem linken Bild schön einen Patienten, der hat 1, 2, 3. Und die dritte sieht auch relativ normal aus, nicht so groß wie die anderen, aber liegt eben in dieser Leiste. Im mittleren Bild sieht man leider nur die Brustwarze fotografiert, aber man sieht anhand des grünen Strichs den Rippenbogen.
Und so wie man rechts bei dem Fotomodell sieht, wo die Brustwarze ist, da habe ich mit Orange die Leiste eingezeichnet, wo sämtliche Brustwarzen liegen können. Und da können eben noch mehr liegen. Wie viele, entscheidet die Natur. Und da sieht man bei dem untersten Punkt, den ich da reingemalt habe, dass der eben so knapp über dem Rippenbogen ist. Und das ist genau die Stelle, wo auch diese Brustwarze, die zusätzlich ist, vorhanden ist. All das hat keinen Krankheitswert. Das muss man nicht operieren. Kommen wir zum Tierfell. Also ich hatte vorher gesagt, manchmal der Wolf ist im Schafpelz oder ein Mensch im Tierfell. Das gibt es so, aber das gibt es auch viel dunkler. Leider habe ich dazu keine freigegebenen Fotos gefunden und konnte auch keins mehr machen. Deswegen müssen Sie sich mit diesem größeren Fleck und dem fellartigen Behaarungswuchs hier begnügen. Sehr süß fand ich die zwei, die sehr viel Fell aufeinander haben, aber ist halt nicht angewachsen. Man sieht es manchmal in ganz klein, ein kleiner Leberfleck, wo relativ lange Haare rauskommen. Das ist so eine Veranlagung dazu. Aber de facto, die Dinger sind im Normalfall angeboren und entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Sie können sehr groß sein. Sie können auch sehr langes Haar kriegen. Ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen. Da hat einer so einen Tierfellnervus am Unterarm und er hat den mit Shampoo gewaschen und dann ausgespült. Die Haare waren, naja, gut, so fast 7 bis 10 Zentimeter lang geschätzt. Also das fand ich schon sehr erstaunlich, dass der das auf YouTube, die Haarwäsche seines Tierfellnervus, reingestellt hat. Zum Teil haben die einen sehr, sehr viel dunkleren Hautgrund, als man es auf diesem Bild sieht. Und sie sind eben üblicherweise bereits bei Geburt vorhanden. Manchmal wird er aus kosmetischen Gründen entfernt. Wenn er sehr groß ist, empfehlen wir eine zwei- oder dreizeitige Entfernung, dass man eben erst einen Teil rausnimmt und dann den nächsten Teil, sodass es jedes Mal ein bisschen kleiner wird und wir jedes Mal die Narbe mit rausnehmen. Damit können wir verhindern, dass die Narbe so viel größer wird, wie sie wäre. Wenn wir einen großen Teil rausschnitten, kriegen wir die Ränder sonst nicht zusammen. Da müssen wir dann eine Verschiebeplastik machen, eine Lappenplastik. Das ist sehr aufwendig und macht die Narbe viel größer und wir brauchen Haut von einer anderen Stelle. Hat auch eine schlechtere Heilungstendenz. Je nachdem, welche Literatur man sichtet, habe ich extra nochmal gemacht, weil eigentlich dachte ich, nee, die sind immer gutartig, habe ich mal so gelernt. Bin ich jetzt nochmal weitergekommen und inzwischen habe ich auch Literatur dazu gefunden, die von Entartungsneigung dieser Tierfellnävi sprechen, sodass ich denke, das muss man sich beim Hautarzt nochmal beraten lassen, wenn man einen hat und darüber genaueres wissen möchte. Kommen wir zu den Kaffee-Olé-Flecken. Die heißen Kaffee-Olé-Flecken, weil sie die Farbe eines Milchkaffees haben. Die können am ganzen Körper sein. Wir haben hier am Unterarm und den anderen, den man hier sehr gut sieht, am Knie. Und der hat keinerlei Krankheitswert. Das wird belassen, nur wenn es Kaffee-Olé-Flecken über 5 Stück, 5 oder mehr, am Körper gibt. Meistens schon innerhalb der ersten 2 Lebensjahre gut sichtbar. Dann sollte man die bitte im Kinderarzt zeigen mit dem Hinweis, dass das mehr als 5 sind oder dass es 5 sind. Es gibt eine Erkrankung, die eine Erkrankung des gesamten Körpers ist und die auch die Nervenenden betrifft. Da können 5 und mehr einen Hinweis auf die Erkrankung sein. Es muss nicht sein, aber man muss die Erkrankung suchen. Denn es ist wichtig, dass man da ausschließt, dass der Patient die Erkrankung hat oder wenn er sie hat, dass man weiß, was man tun muss, wenn es weitere Probleme gibt, zum Beispiel an den Nervenenden oder auch im Gehirn. Deswegen ist das ein wichtiger Punkt, nicht einfach nur, ist schon nichts, ist alles gut. Frau Doktor hat gesagt, Flecken sind nicht schlimm, aber bei 5 sollte sich das einer angucken. Mongolenfleck. Der Mongolenfleck ist, wie Sie richtig vermuten, zuerst benannt worden, weil ein Arzt sehr viele Kinder aus der Mongolei untersucht hat und dabei immer diese Flecken fand. Und heutzutage werden immer wieder Kinder verdächtigt, dass sie geschlagen werden, missbraucht werden, misshandelt werden aufgrund dieser Flecken, denn sie sehen schon sehr ähnlich aus wie Hämatome, also wie Blutergüsse. Nichtsdestotrotz mit entsprechender kultureller Vorgeschichte und meist an typischer Stelle. Also meist sind die hier hinten am Popo, die Mongolenflecken. Gerade so an der Mittellinie sind ganz viele hier rum. Das ist, gehört noch dazu und das gehört dazu. Aber manchmal sind sie auch strichförmig am Rücken verteilt oder wie hier am Oberschenkel gibt es das auch.
hier so direkt unterm Knie, strichförmig. Da könnte man auch fast denken, da hat jemand mit dem Stock draufgeschlagen. Nein, das sind alles Mongolenflecken. Und der kleine Zwerg hier oben hat hier einen ganz kleinen, süßen Mongolenfleck. Der war bei Fotografie des Bildes leider erst ein paar Stunden alt oder Tage. Deswegen hat er noch diesen ganz rote Hautfarbe. Und deswegen sieht man den Fleck nicht ganz so gut. Ein paar Tage später wird man das besser sehen. Die sind also angeboren, meist bei Kindern mit südlich, östlichem Hintergrund, und es sind zu viele Pigmente in diesem Bereich vorhanden. Das ist alles. Keinen Krankheitswert, ist kein blauer Fleck, keine Misshandlung. Alles gut. Und er wird sich nicht verändern. Wenn das Ding nach 2 Wochen weg ist, dann war es ein blauer Fleck. Das ist ungünstig. Die weiteren Themen, die Gefäßveränderungen. Blutschwämmchen, auch Hämangiom genannt. Ich habe hier ein paar schöne Fotos bekommen. Danke an alle, die Fotos beigesteuert haben. Es hat mir sehr geholfen bei diesem Vortrag. Im ersten Bild sieht man so richtig hängende Beere quasi, fast wie ein Erdbeerchen, das da hängt. Im zweiten Bild sieht man sehr schön, dass es ist an einem Unterarm im Hautniveau mit ein bisschen erhaben, aber nicht so hängend wie diese Beere. Aber man sieht drumherum so eine Ablassung. Da wird so ein bisschen weißer der Rand. Und dann sieht man hier unten, der wird schon in der Mitte weißer, aber außen ist er noch kräftig rot und vorwölbend. Und der kleine da unten, der ist mini-mini eigentlich, der sieht eigentlich eher bloß wie ein Fleck. Die entstehen in den ersten Monaten nach Geburt und sie gehen zurück ab bis kurz vor dem ersten Geburtstag, fangen sie an, weniger zu werden. Das erste Zeichen, dass es wieder zurückgeht, ist eben die Ablassung, wie hier in der Mitte, da wird die Haut schon wieder normal. Und sie gehen dann von alleine fast weg. Später sieht man davon fast gar nichts mehr. Also muss man nichts machen. Sie liegen im Hautniveau, sie können aber auch unter dem Hautniveau liegen. Diese Gefäßmalformation, dieses Hämangiom, ist ein Gefäßknäuel, ein Gefäßende, das sich als Knäuel gebildet hat und jetzt hier einen Knoten bildet mit lauter Gefäßen drin, wie ein Schwamm. Und das kann eben im Hautniveau sein oder darunter oder noch tiefer. Auch in Organen kann das vorkommen. Deswegen muss man manchmal diese Kinder auch noch mal mit Ultraschall untersuchen, ob in der Leber auch noch sowas hängt oder ob es Hinweise für sonst was gibt. Diese Blutschwämmchen kann man auf verschiedene Art und Weise verletzen. Einfach, wenn man drin hängen bleibt, wenn die Kinder drauffallen. Ganz wichtig, das ist ein Schwamm mit Blutgefäßen. Wenn da 5 Gefäße offen sind oder auch 100, dann blutet das einfach. Drücken Sie 5 Minuten drauf, mindestens, ohne mit drunter zu gucken. Sie machen einen Verband drauf mit richtigem Druckverband und gucken nicht drunter. Wenn der Druckverband durchblutet, machen Sie noch einen obendrauf. Das ist ganz wichtig. Also wir haben heute nicht viele Notfälle, die wir besprechen, aber hier, wenn die Gefäßmalformationen bluten, dann sollten Sie drücken. Und wenn es trotzdem durchblutet, haben Sie nicht die richtige Stelle, nicht die richtige Größe oder nicht den richtigen Druck. Und dann verändern Sie alle drei Dinge. Die Stelle nochmal, größere Fläche abdrücken und nochmal richtig mit Druck, der größer ist als der Blutdruck des Kindes, damit es aufhört mit Bluten. Was man macht. Sie können die Kinder vorstellen beim Kinderarzt und der entscheidet, ob man überhaupt was machen muss. Im Normalfall kann man ja abwarten bis nach dem ersten Geburtstag, dann gehen die von alleine zurück. Aber es gibt eben Stellen wie am Oberlid des Auges oder im Mundbereich oder an Stellen, wo sie so groß sind, dass sie wirklich störend sind. Dann kann man sie einer Vereisung oder Propranolol-Therapie zuführen. Das kann man dann nochmal genauer. Vereisung wäre, dass man was drauf macht. Propranolol muss man schlucken, ist ein Herzmedikament. Wurde zufällig festgestellt, dass dieses Medikament auch bewirkt, dass diese Hämangiome zurückgehen. Und nur im seltensten Notfall führen wir eine OP durch, wenn es damit wirklich Probleme gibt, die dadurch nicht zu behandeln ist. Und man kann auch nicht abwarten, bis die Dinger von alleine zurückgehen. Man könnte auch lasern. Aber auch davon kommt man mehr und mehr weg, weil die Propranolol-Therapie funktioniert wunderbar und die Vereisung reicht auch meistens. Und die Zeit heilt das. Im Gegensatz dazu ist das Granuloma pyogenicum, das entsteht erst nach dem ersten Geburtstag. Es ist ein kleiner, runder Knoten erhaben über dem Hautniveau und er blutet auch extrem stark. Die Kinder kratzen sich das oftmals wirklich auf, weil es ist störend wie ein Pickel, der übersteht. Und dann blutet es einfach ganz furchtbar.
Auch hier beim Notfall mindestens 5 Minuten draufdrücken. Am besten das Kind macht das selber an der Stelle. Und das wird entfernt. Da es so spät entsteht, hat es keine Tendenz, sich wieder zurückzubilden. Das wird nicht wieder weggehen. Und deswegen entfernen wir das chirurgisch. Wir müssen den Stiel aufsuchen, den Stiel rausmachen. Deswegen gibt es einen kleinen Schnitt und eine normale Entfernung. Eine weitere fleckige Verfärbung ist der Storchenbiss. Der ist bei Geburt da, meistens im Genick, kann aber überall im Körper vorkommen. Das sind die Mini-Mini-Blutgefäße der Haut. Klar, Storchenbiss, weil der Storch bringt die Kinder und dann muss er sie ja im Genick fassen und deswegen entsteht da die rote Stelle. So war früher die Herleitung und deswegen ist dieser Name entstanden. Es gibt heute keine Störche mehr. Wir wissen, wie die Kinder zur Welt kommen. Trotzdem haben sie den Storchenbiss. Das hat sich nicht erledigt damit, aber er hat keinen Krankheitswert. Das ist einfach nur, dass diese Hautgefäße ein bisschen sichtbar sind, mal mehr, mal weniger. Sie sehen hier einen schönen deutlichen Unterschied in der Ausprägung. Im linken Bild deutlich mehr, röter, im rechten Bild weniger. Hängt mit dem Lichteinfall zusammen, wie hoch die Blutgefäße im Hautniveau liegen und wie viele es sind. Macht man nichts, ist einfach ein Storchenbiss. Es gibt Gefäßmalformationen und andere Dinge, die unter der Haut liegen, von Blutgefäßen oder Lymphgefäßen abstammen können. Und hier ist jetzt nicht gemeint, wie man vielleicht denken könnte, ah, hier der rote Fleck am Schienbein. Nee, das ist ein normaler blauer Fleck, der in Abheilung ist. Sondern wenn Sie genau hingucken, können Sie sehen, dass die Waden unterschiedlich dick sind. Ich habe Ihnen diese roten Striche, die ich da reingemacht habe als Querdurchmesser, nochmal Copy-Paste unten drunter gemacht. Und Sie sehen, wenn die zwei nebeneinander liegen, dass sie ein bisschen unterschiedlich lang sind. Das rechte Bein des Kindes, in dem Fall dieses hier, das ist vom Kind aus das rechte gesehen, das hat hier einfach einen größeren Umfang als das linke. Und durch diese Vergrößerung, diffuse Art, man sieht bei diesem Kind auch ganz diskret Rötungen in manchen Bereichen. Hier oben kann man so ein bisschen einen roten Fleck sehen, aber man weiß nicht, kommt es daher, weil gerade jemand angefasst hat oder hat das Kind da halt gerade eine andere Durchblutung in der Haut. Man hat einen Ultraschall gemacht und man sieht halt, es gibt in diesem Niveau Veränderungen, die sind unter der Haut liegend, nicht zur Haut gehören und die verstärken diesen Umfang. Blutgefäße, Lymphgefäße könnte aber auch einfach ein Lipom-Fettgewebszell-Schwellung sein. Auch hier haben wir ein Kind mit so einer Schwellung. Diese Beule in die Achsel gehörte einfach nicht rein. Sie ist weich und man konnte nicht genau feststellen, woher kommt es jetzt? Die Ursache ist oft unklar. Ich kann mit dem Ultraschall vielleicht sagen, ob es Gefäße sind, aber meistens sind die Gefäße eben Venen und wenig durchblutet, sodass ich keinen Blutfluss habe und sie deshalb im Ultraschall nicht so gut darstellen kann. Die Frage ist, wie ist die Lokalisation? Wächst das Ding? Wie schnell wächst das? Und was passiert, wenn wir das entfernen sollten? Kommt das wieder? Wenn ich einen Knoten habe mit 1000 Enden und 1000 Anfängen und ich schneide den Knoten raus, habe ich 1000 abgeschnittene Gefäßanteile, die alle verödet werden, aber alle wachsen können. Da kann jeder wieder einen neuen Knoten bilden. Deswegen ist bei diesen Erkrankungen eine hohe Rezidivrate. Es kann wiederkommen und es kann auch woanders am Körper vorhanden sein und wachsen irgendwann. Wir haben Kinder, die haben das an mehreren Stellen. Deswegen muss man sich überlegen, wann man das operiert, wie viel man davon operiert und was da Sinn macht oder nicht. Und auch hier sind wir wieder bei der Frage, gibt es Einschränkungen dadurch im täglichen Leben? An der Wade passiert im Moment nichts. Das Baby kann die Beine frei bewegen, kann frei beugen bis zum Popo und auch strecken ohne Probleme. In der Achsel klappt das im Moment auch noch, aber man kann sich vorstellen, wenn das arg schwillt, das merkt man schnell, wenn man in der Achsel irgendwas drin hat. Und wenn es nur so groß wie eine Walnuss ist, das merkt man trotzdem gut und behindert einen im Bewegungsradius. Deswegen muss man entscheiden, wie man damit umgeht. Wird also auch meistens entfernt. Aber mit Augenmaß, nach Besprechung wann und wie genau und mit dem Wissen, dass das wiederkommen kann, auch wenn wir es jetzt entfernen. Kommen wir zu weiteren Themen, die von der Haut ihren Ursprung haben, aber unter der Haut liegen. Also, wir hatten vorhin dieses Bild und wir haben Entstehung von verschiedenen Knubbeln, also tastbaren Veränderungen durch versprengte Zellen der Haut. Wenn diese Zellen, die die Haut bilden, diese hier,
nicht an dieser Stelle zu liegen kommen, sondern hier unten liegen und Haut bilden, dann fällt diese Haut nicht nach außen ab, sondern wird hier in einer Höhle gesammelt und es drückt die Höhle immer größer und größer und größer. Also können versprengte Hautzellen dazu führen, dass es eine Dermoidzyste gibt. Versprengte Talgdrüsen, die keinen Ausführungsgang haben, machen ein Atherom und sind mit Talg gefüllt. Hatte ich vorher schon mal erwähnt. Die Haarfollikel machen ein Pilomatrixom und sind mit Haarstruktur, also mit Horn, gefüllt. Die Fettzellen machen eventuell ein Xanthogranulom, was mit Fett gefüllt ist und im Hautniveau oft liegt. Oder wenn es tiefer liegt, ein Lipom. Hatte ich auch gerade schon mal erwähnt. Und Fremdkörper machen ein Fremdkörpergranulom, weil der Körper feststellt, ey, das gehört da nicht rein. Du bist fremd hier, baut er Zellen zum Schutz drumherum. Weil er Angst hat, dass das den Körper übernimmt. Deswegen packt er da Bindegewebe drauf und noch eins und noch ein bisschen besser und macht eine Kapsel drumherum. Und diese Kapsel kann man oftmals wirklich als Knoten tasten. Und wenn wir den dann aufmachen, finden wir manchmal ein Stück Holz drin oder manchmal auch nichts, was wir finden können. Keine Ahnung. Aber dann ist es ein Fremdkörpergranulom. Gibt aber auch noch andere Dinge, wie von Nervenendigungen ausgehend ein Neurinom oder von Bindegewebe ausgehend ein Fibrom. All diese Dinge können im Hautniveau oder unterm Hautniveau entstehen und machen einen Knubbel. Man sieht hier zum Beispiel ein Pilomatrixom oder Dermoidzyste in dem Fall. Also hier kommen mehrere Dinge zusammen. Das hier, diese kleine Beule da, die über dem Ohr ist, die kann man gut tasten. Das ist eine Dermoidzyste. Das Kind ist noch klein, da ist noch nicht so viel Haut produziert worden, aber das wird im Lauf des Lebens immer größer, weil die Zellen hören ja nicht auf, die Haut zu produzieren. Ich habe das im OP bei einem anderen Kind mal gefilmt, wie gut sich die Haut darüber verschieben lässt. Sie sehen, da es an der Haargrenze ist, wie gut sich die Haut da problemlos verschieben lässt. Im Ultraschall sieht man sehr schön so einen Knubbel, der unterhalb der Haut liegt. Das alles, was so weißlich ist, das da ist Haut und der Knoten hier unten, das ist da die Dermoidzyste. Wenn man die rausmacht, sieht die aus wie ein gelber Bobbel. Aber sie kann, und das können Sie hier drin sehen manchmal, eben durch den Schälknochen hindurchwandern. Die kann so viel Druck entwickeln, dass sie sich in den Knochen bohrt und ein Loch in den Knochen macht, bis sie durch ist durch den Schädelknochen. Wenn man das rausmacht, sieht es dann letztendlich so aus im Labor. Und da das nur wächst, machen wir das raus. Das wird immer größer und womöglich hat der Patient nachher ein Loch im Knochen. Deswegen ist ja trotzdem die Haut noch darüber zu und alles Weitere. Aber wir wollen nicht, dass das da den Knochen so weit ausdünnt und verdünnt, dass quasi Verbindung nach innen entsteht. Deswegen wandert das Ding nicht nach innen und ist dann weg. Das fängt nicht an wegzulaufen. Das ist ja angewachsen an der Stelle. Aber trotzdem wollen wir, dass der Knochen intakt bleibt. Es gibt noch weitere Knubbel in oder unter der Haut. Da fragt sich immer, seit wann ist es da? Wie groß ist es? Welche Veränderung könnte das sein? Und gibt es Einschränkungen und ist es störend? Ich habe hier am Finger des Kindes was angezeichnet und das hat dieses Kind eben maximal gestört beim Halten des Füllers. Und deswegen haben wir es weggemacht. Es ist aber eher eine chronische Hautreizung gewesen, also keine dieser bisher genannten Erkrankungen. Hier sieht man eindeutig etwas, was unterm Hautniveau liegt. Das ließ sich, man sieht es an einem Daumen, der das schiebt, hin und her schieben. Und durch das Schieben kommt es etwas prominenter hervor und man kann es besser darstellen. Am Großzeh kann man sich vorstellen, dass das Ding, das ist ja nicht groß, aber am Großzeh, wo der Schuh passen soll, ist es sehr unpassend und reizt einfach, tut weh und man kann nicht in die Schuhe normal rein und auch nicht normal laufen. In dem Fall war es ein Lipom, also ein Fettgewebsgeschwulst, die dort an dieser Stelle unterhalb der Haut war. Aber auch dieses hier ist eindeutig über der Haut, gehört da natürlich so nicht hin und stört. Die Frage ist, bei manchen Dingen macht man eine Probebiopsie oder tut man es entfernen? Es kommt ein bisschen auf die Größe an. Da die Kinder zu uns meistens ja mit normalen kleinen Dingen kommen, tendiere ich eher dazu, das Ding gleich zu entfernen, weil für eine Probebiopsie bräuchte ich bei dem mindestens die Hälfte der Fläche. Und ob ich das dann gut zunähen kann, weil die andere Hälfte so verdickt ist und sich das normalerweise nicht gut nähen lässt, ist sehr fraglich. Dann mache ich doch lieber gleich das ganze Ding raus, schicke es ein und lasse es untersuchen. Weil es kann sein, dass das eine Erkrankung ist, die an mehreren Körperstellen noch auftritt oder andere Ursachen hat. Und dann muss man es manchmal untersuchen. Und deswegen machen wir solche Sachen dann raus.
Fremdkörpergranulome oder andere Knubbel. Da haben wir hier zum Beispiel oben am Ohrläppchen zwei Knoten. Vielleicht aktuell mit dem Thema, wir tragen einen Mundschutz, der hier oben lang geht, kommt es zu chronischen Reizungen oder vielleicht wurde was hineingetragen und dadurch kam es zu diesem Knubbel oben am Ohr. Und das zweite ist hier unten am Ohr, ob das ein Zustand nach Ohrringstechen war, kann ich gar nicht sagen. Wir haben manchmal auch, dass Ohrringteile drin bleiben, aber in dem Fall war das einfach auch wie ein Fremdkörpergranulom, Bindegewebe drumherum. Man hat es rausgemacht und gut war es. Also kam auch nicht wieder. Die Frage ist da immer, wie ist die Vorgeschichte? War was? Ist was passiert? Kann sich einer erinnern? Beobachtet man eine Zeit lang, könnt ihr auch wieder weggehen, wenn es erst seit 2 Wochen ist? Ist vielleicht auch bloß eine Lymphknotenschwellung an manchen Stellen. Das zu unterscheiden ist nicht immer eindeutig. Dann kann man das nochmal beobachten, macht nochmal ein Foto, macht nochmal genaue Bestandsaufnahme mit Metermaß, so wie ich es vorher gezeigt habe. Und im Zweifel macht man das Ding raus, wenn es nicht kleiner wird, wenn es nicht weggeht. Oder wenn es die Familie belastet. Nach dem Motto, das ist da, alle haben Angst, alle haben Sorgen. Dann macht man es raus. Wenn alle sagen, nö, ist okay, wir sind uns ziemlich sicher, das ist nichts Böses, es kann nichts Böses sein. Wir haben, die Haut ist gut verschieblich, unten drunter gut verschieblich. Guck mal, ob der Körper sich vielleicht selber heilt. Die letzten Themen sind die Fistelgänge, also die Tunnel. Wir haben hier am Ohr, hier sieht man sehr schön, wo der typischerweise liegt. Die sind angeboren. Sie gehen eventuell bis hinter die Ohrmuschel. Also ich habe schon welche operiert, die sehen so aus, da denkt man ja gut, länger als 3 mm kann ja nicht sein. Und nachher hole ich da 2 cm Fistelgang raus, weil das bis hinterm Ohr ging, bis dahinter die Muschel. Die können sich Entzündungen, weil auch diese Fistelgang ist innen mit Hautzellen ausgekleidet, die eben Haut produzieren. Und wir verlieren diese Hautzellen jeden Tag, aber da können sie nicht abfallen. Da fallen die nicht auf den Boden, sondern bleiben in dem Gang, stopfen den Gang aus und dann kommt es eventuell zu Ablagerungen von Haut und Talg und das kann Entzündungen machen. Wir operieren das. Gern warten wir ab, bis das Kind 6 Monate alt ist und das ambulant sein darf. Oder aber spätestens, falls die Eltern können auch warten bis zum zweiten Geburtstag oder dritten Geburtstag, aber wenn sie zu lange warten und es entzündet sich doch, dann ist das Risiko viel höher, dass wir das nicht mehr ganz komplett rauskriegen, weil in der Entzündung darf man es nicht rausmachen. Da müssen wir erstmal spalten, den Eiter abfließen lassen, die Entzündung heilen lassen und wir operieren es dann. Dann ist es aber vernarbt und es könnte versprengte Zellen irgendwo noch geben, die dann wieder erneut zur Entzündung führen, sodass das eine erhöhte Gefahr ist, wenn man es erst dann macht, wenn es schon mal entzündet war. Also es wird dann ausoperiert nach einer Entzündung und dann sollte man es auch auf alle Fälle machen lassen, obwohl es eine erhöhte Gefahr ist, weil sonst kommt die Entzündung wieder und wieder und wieder und das Kind muss wieder aufgeschnitten werden und wird wieder gequält und es tut auch weh und macht vielleicht im dümmsten Falle auch Fieber. Wenn diese Fisteln am Hals vorkommen, dann gehen sie manchmal bis zum Mundboden. Das, was rauskommt, ist meistens Sekret in Form von Speichel. Das zieht aber so lange Fäden. Wenn sie Speichel lang trocknen, sagen wir es mal so, eindicken, dann wird es so fadenziehend. Und die Pünktchen, die Sie da am Hals sehen können, in der Mitte oder an der Seite, sind mini. Also das sind wirklich, manchmal denkt man, ist das was, ist das nichts? Wir wissen, wo wir suchen müssen. Wir wissen, was es dann letztendlich ist. Aber wenn der Laie drauf guckt, denkt, dann sieht das meistens gar nicht oder er denkt, naja, was ist da? Manchmal hilft es einem, wenn man die Haut so verschiebt, dann sieht man, dass es dort angewachsen ist und die Haut einzieht beim Verschieben. Weil dieser Fistelgang geht meistens bis an die Haut ran und es kommt was raus oder es kommt nichts raus. Manchmal ist oben eben verschlossen, dann kommt kein Speichel raus. Und diese werden alle entfernt, weil die wie jede andere Fistel auch eben in sich entzünden können. Auch hier der OP, wenn das Kind älter als 6 Monate ist oder nach einer Entzündung. Fistelgänge können sich verzweigen, bei den Halsfisteln und Ohrfisteln selten, habe ich aber auch schon gesehen. Wenn die Halsfistel mittig sitzt, dann geht die immer durch dieses Zungenbeinknochending da mittig durch. Und die OP ist etwas umfangreicher und muss ein Stück Zungenbein von diesem Knochen muss mit entfernt werden. So viel nur als Hintergrundinfo, weil das ist ein bisschen komplizierter. Wenn es Halszysten werden und der Fistelgang nicht bis nach außen geht, dann sieht man das manchmal so wie ein Adamsapfel bei großen Jungs oder Männern. Sieht es dann schon beim kleinen Mädchen oder kleinen Jungen aus. Das ist so eine Vorwölbung am Hals irgendwo da.
dicker oder dünner wie eine Murmel. Das kann sehr unterschiedlich sein, die Vorwölbung. Das sind Halszysten. Die sind dann gefüllt, wenn sie so groß sind, mit Speichel. Die haben also eine Verbindung nach oben. Und die Fistel hat es nicht nach außen geschafft, um das zu entleeren. Die werden entfernt, weil der Speichel, der von oben runterkommt, im Mund sind wir ja nicht steril, da können natürlich auch Bakterien mitkommen, ohne Ende, und das kann sich alles ganz wüst entzünden. Und dann am Halsbereich eine Entzündung zu haben, kann im dümmsten Falle zu Luftnot führen und zu einem Atemstillstand, wenn ganz schlecht ist. Deswegen sollte man das auf alle Fälle operieren, bevor es sich entzündet. Mittig und seitlich, wie gesagt. Operation wieder, wenn das Kind älter als 6 Monate ist oder eben nach einer Entzündung, wenn das dann schon aufgetreten ist. Fazit für Sie und heute. Dokumentieren Sie sauber mit Foto und Maßband jede neu entdeckte Veränderung. Jede Hautveränderung, jeder Knubbel und jede Vorwölbung zeigen Sie beim nächsten Kinderarztbesuch, den Sie eh haben mit der U, dem Kinderarzt, dass der mal sich ein Bild davon macht. Und eventuell, wenn der das empfiehlt, Vorstellung in der kinderchirurgischen oder in einer dermatologischen Sprechstunde. Nicht alle Dermatologen machen das raus, weil Kinder und Narkose, dazu ist nicht jede dermatologische Sprechstunde in der Lage. Es ist völlig okay, wenn Sie vom Kinderarzt zum Dermatologen gehen und der das empfiehlt, rauszumachen, und dann machen wir es zum Beispiel raus. Es hilft mir auch, wenn der Dermatologe, der Fachspezialist ist, für die Bewertung dieses Dings sagt, ja, muss raus, und wir machen es dann, wir sind die Fachspezialisten für, ja, muss raus. Genau. Ich hatte noch ein paar bösartige Bilder versprochen. Wie man sieht, mit Angaben der Autoren aus dem Netz, Melanom-Inzidenz ist allgemein. Inzidenz heißt das Auftreten von Melanomen. Wenn man die 5- bis 14-Jährigen nimmt, Sie haben das ja jetzt in Corona-Zeiten schon kennengelernt, wie die Gruppen aufgespalten wird nach Altern und wie Inzidenzen gemessen werden. Also wenn Sie ein Kind haben zwischen 5 und 14 Jahren, ist die Wahrscheinlichkeit zwischen 0,1 und 0,2%. Jedes tausendste Kind kann in diesem Alter ein Melanom, bösartigen Hauttumor, entwickeln. Wenn das ein angeborener Nävus, Fleck, Leberfleck ist, das heißt entstanden vor dem zweiten Lebensjahr, dann hat er eine Wahrscheinlichkeit zur Entartung von 5 bis 10%, wenn er eben über diese 20 cm Größe hat. Und das ist schon richtig eine Menge. Aber bei kleinen und mittleren Flecken nur eine Wahrscheinlichkeit von 1%. Und das ist ganz okay. Wenn der erworben ist, und hier spricht man von entwickelten Leberflecken ab dem 7. Lebensmonat, dann haben wir ein Entartungsrisiko von 2 bis 5%. Und hier sehen Sie jetzt, so ging es zumindest mir, Moment, das erste Angeborene heißt, die entstehen irgendwann bis zum 2. Lebensjahr. Und die erworbenen ab dem 7. Lebensmonat, ja, wie soll ich denn dann jetzt einen Fleck bewerten, der mit 13 Lebensmonaten entstanden ist? Kind war noch nicht 2, aber eindeutig älter als 7. Und da gibt es in der Histologie Unterschiede, ob das zu den Erworbenen zählt oder zu den Angeborenen zählt. Deswegen gibt es da nochmal eine Unterscheidung. Nochmal zusammenfassend: Die Anzeichen. Asymmetrie, unregelmäßige Begrenzung, mehrere Farben in einer Läsion, Durchmesser über 6 mm, Juckreiz und offene Stellen. All das sind die bösen Zeichen. Und wenn es verändert, wenn es sich verändert im Laufe der Zeit, zeigen. Sowas kennen Sie wahrscheinlich, die Vitiligo, die Weißfleckenkrankheit, ist sehr bekannt geworden durch verschiedene Models heutzutage. Ist ein Bereich mit zu wenig Pigmenten in hellen Bereichen, also damit helle Bereiche auf der Haut, Hinweis Autoimmunerkrankung. Und hier sind wir schon bei unserem nächsten Vortrag. Der wird stattfinden am 27. April, wieder um 17 Uhr im Livestream. Gerne dürfen Fragen gestellt werden. Und zu Gast ist ein Dermatologe, Herr Dr. Med. Malte Christian Tode. Und er wird über verschiedene Themen reden. Er nimmt das Thema Ekzem, also Hautausschlag, als Aufhänger, erarbeitet dann die Abgrenzung von Autoimmunphänomenen, also Autoimmunerkrankungen und anderen rheumatologischen Erkrankungen im Kindesalter. Genauer eingehen wird er auf die Vitiligo eben, die ich gerade gezeigt habe, auf die Alopecia areata, das ist die kreisförmige, fleckförmige Haarausfall, aufs Kawasaki-Syndrom, eine infektiöse Genese mit meistens vorher in Fieber, die Psoriasis und die Neurodermitis, beides Hauterkrankungen, wie man die unterscheidet, was man am besten machen kann.
Er wird auf meinen Wunsch hin auch ausdrücklich auf Tipps und Tricks in der Therapie eingehen. Was kann man machen? Zum Beispiel auch bei Windelsohr gibt es so Kleinigkeiten, die man einfach machen kann. Mein Satz ist immer: kein Puder auf die, egal was, auf das Kind, kein Puder drauf, bitte kein Puder drauf. Weder auf die Verbrennungswunde, in dem Vortrag werden Sie den Satz hören, noch bei den entzündlichen Hauterkrankungen, da habe ich den Satz auch gesagt, noch bei Windelsohr, da möchte ich bitte eigentlich auch kein Puder drauf sehen. Das ist meine persönliche Meinung. Als Kinderchirurg, es kann durchaus sein, dass ein Hautarzt andere Meinung hat. Das werden wir beim nächsten Mal sehen. Da wird er seine Tipps empfehlen. Und kann sein, dass Ihr Kinderarzt nochmal eine andere Meinung hat und Ihnen nochmal was anderes empfiehlt. Und Sie müssen einfach dann nach Ihrem Bauchgefühl entscheiden, was am besten ist. Ich schaue gerade rein, ob es Fragen gab. Bisher ist bei mir nichts angekommen an Fragen. Der Techniker schüttelt den Kopf. Dann hoffe ich, Sie haben dem Vortrag was abgewinnen können und können ihn weiterempfehlen, dass möglichst viele Eltern die Veränderungen an ihren Kindern entdecken, das ein bisschen lernen einzuschätzen und sich nicht verrückt machen, dass man weiß, was auf einen ungefähr zukommt, wenn man deswegen eine Überweisung zum Kinderchirurgen kriegt und sich schon mal Gedanken dazu machen kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, der nächste Vortrag am 27.04. Die weiteren Vorträge für dieses Jahr sind im Moment geplant für 6. Juli und 12. Oktober. Wir arbeiten noch daran, ob wir vielleicht doch irgendwie mal wieder live im Hörsaal arbeiten können. Im April sicherlich noch nicht. Omikron schlägt gerade noch die Welle hoch. Aber im Juli eventuell, wenn Sie genaueres dazu wissen wollen, gucken Sie einfach eine Woche vorher nochmal auf unsere Homepage. Ich bedanke mich recht herzlich, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.